Willkommen zurück zu Teste von Taser kleinen Fragen nach! Chicken ist wieder im bösen Zwergentempel. Er hat unterwegs auch noch so zwei Gegnerchen getroffen, die sich schon gescannt hat unterwegs, deswegen nur noch 13 Mal geschaut. Und zwar einmal den Eissturm und. Naja, vielleicht sollte ich auch mal hier anfälligen Licht und hier kann man wohl was stehlen. Susu! Nein! Die Todesfee, wenn ich sie finde. Wieso kann das nicht einfach hier auf dem Alphabet sortiert sein? Todesblick! Nein. Todesfee bei Fuß. Auch lichtanfällig. Ihr seid alle lichtanfällig! Böse. Böse. Und Chicken haben auch noch die ganze. Dinger, Fragezeichen, Items, ein Fragezeichenisiert, das jetzt nicht, weil ich das auf dem Rückweg gefunden habe. Was ich noch gefunden habe, das werde ich euch noch später sagen. Ja, Ruhmesklinge, bla bla bla. Ich habe darauf neu gemacht. Ach, egal, Pech. Das Wichtigste habe ich Kress schon ausgerüstet. Das war Excalibur, legendäres Schwert. Das Licht ausstrahlt, erhöht einst einem. Gehörte einst einem Sagenbogenhelden. Und. Und. Eine Goldrüstung. Und so einen komischen. Auch. Eine magische Rüstung. Was auch immer die macht. Heißt das, ich bin dann gegen Wasser, Wind, Blitz und Licht geschützt, oder wie? Naja. Egal. Aber ich wüsste, aber das Wichtigste. Chicken! Chicken ist mal wieder ihrem Talent nachgegangen als Elementargeist des Verlaufens und hat sich auf dem Weg zum Zwergentempel ein bisschen verlaufen und das hat dadurch geführt, dass ich ein magisches Buch gefunden habe für Amber. Black Hole. Und zwar auf den Ebenen der Minen von Morlia, Ebene 18. Dunkler Angriffszauber, der Gegner in ein schwarzes Loch saugt. Wie so ein Staubsauger halt. Das heißt, Amber reitet nicht mehr auf einem Besen, sondern hat ihn geupgradet und reitet jetzt auf einem Staubsauger. Geti? Du bist jetzt mal unsere Testperson für Ambers neuen Zauber. Endlich hat sie einen Dunkelheitszauber. Wann bekommt sie endlich mal einen verstärkten Lichtzauber? Das ist böse. Klaus. Mach einfach Ifrit. Sieht einfach nur geil aus. I'm in space. Space. Ja, space. Egal, töten wir dich mal, weil wir jetzt ja sowieso schon den Kampf angefangen haben. Dumm. Ja. Ich will gar nicht hinterfragen, wieso ich dumm singe. Busch. Ah, Explosionen machen so viel schönen Schaden. So schön, so schön, so schön. Ach komm, hier. Diese komischen Hühnerchen. Eruption.
Indignation! Wieso machst du Indignation? Ich hab dir doch Explode befohlen. Habe ich dir Indignation befohlen? Pow Pow Hammer. Ich hab dir doch Explode befohlen. Da habe ich aus Versehen Indignation, weil es direkt da drunter ist. Ah. Ja! Schmeiß die Explosion raus. Dumm! Ich wollte gerade hinterfragen, wieso Klaus jetzt nicht mehr so schnell ist mit dem Casten. Dabei habe ich ihm doch dieses eine Amulett weggenommen, was 50% Castzeit nur noch macht. Oh. Gut, dass ich die gut, dass ich diesen Gedanken nicht laut ausgesprochen habe. Die hätte mir so die Fresse gehauen. Aber sowas von. Oder sind das kleine Dinosaurier? In einem Land vor unserer Zeit. Egal, weiter Feuer. Auf das Yeti werfen. Tractor Beam! Am besten erstmal Klaus dann wieder sein Dings-Amulett zurückgeben. 50% Castzeit. Ja, you won, you won! Haben wir nur dir zu verdanken. So. Ich habe ja genügend Feenringe. Ah, wieso habe ich so viele? Egal. Da. Das bringt übrigens nicht, wenn man zwei Feenringe gleichzeitig trägt. Nein. So. Das Böse. Böse Statuelein mit dem bösen, bösen Rätsel. Ich hätte die Wände hochgehen können, als ich des Rätsels Lösung erblickt habe. Das Ding kann man mit dem Mana-Ring drehen und hier soll irgendwo ein Geheimgang sein. Zwergentempel. Diese bösen Zwerge. Ebene 3. Wo geht's da oben lang? Oh, Ebene 3. Dann gucken wir uns erstmal den Weg da unten an. Eishexe. Tschüss. Tschüss. Da geht's runter. Sag mir nicht, ich bin mal wieder den richtigen Weg gegangen und ich kann nichts mitnehmen. Mist. Ebene 3. Werwolf. Dich mag auch niemand. Geh weg. Ja, er bounzt mich auch zurück. Lass mich raten. Hier ist jetzt ein Stein da irgendwas. Oder auch nicht. Egal, hier scheint es weiterzugehen. Also gehen wir mal kurz in den anderen Gang. Isis, ich mag auch niemand. Forever alone. Haha. Haha. Da unten ist ein Raum. Komm ich da irgendwie hin? Eine Ninja-Schrift. Oh, schön. Oh, schön. Susu. Formation.
Komm ins Team. So. Lord. Judgment auf die Gurken. Aska auf die andere Gurke da. Susu. Beschwörung Jiraiya. Beschwört Jiraiya, um den Gegner anzugreifen. Nein, nicht der aus Naruto. Mythologie und so ein Kack, ne? Das ist ja ein Fremdwort. Manche glauben ja auch, dass die Alraune eine Erfindung von Harry Potter sind. Obwohl es von der Mythologie herkommt. Ja, jetzt spammst du mit deinem neuen Zauber herum. Aber du weißt, dass du den Ding da, den Lord damit teilst, oder? Das ist dir schon klar, Miss Amber. Schwarze Löcher sind doch toll. Deswegen nehme ich sie jetzt. Ja, die tollen Zauber. Wir haben das gerade erst bekommen und dann. Oschka. Du kannst wieder mit Jiraiya rumwerfen, Frösche. Judgment. Los, werf dem Lord einen Frosch ins Gesicht. Quark, quark, quark. Man spuckt auch noch Feuer. Klaus ist noch am Kasten, aber du bist nicht mehr am Kasten, Amber. Oscar! Und er lebt immer noch. Wow! Wow! Dreht es Susu nicht. Das ist gemein. Sekunde mal. Susu hat wirklich mehr KP als Klaus? Oder hatte Klaus irgendwie eine Schwächung? Na gut, Klaus ist auch Magier. In Anführungszeichen. Er beschwört ja eigentlich Elementargeister, die Magie benutzen. Er kann selber nicht Magie benutzen. Judgment. Oscar. Röte, die Feuer spuckt. Kannst du denn auch noch eine Schnecke und eine Schlange beschwören? Das ist ja awesome. Salbei. Ja, you won. Und Crest wurde aus dem Endbildschirm verbannt. Nein. Egal. Gehen wir weiter. Ich habe dazu gelernt. Ja, aber wieso sollte man sowas am Anfang auch wissen? Oh, du kannst die mit dem Mana-Ring übrigens drehen und lass es so in Ruhe. Ah, ich sehe schon kommen. Wenn nachher wieder so ein Manticore kommt, dann wird Susu vergiftet. Der Weg offenbart sich nicht jenem, dem kein Licht scheint.
Was zur Hölle? Muss ich jetzt irgendwie die Lichter ausknipsen oder wie? Noch mehr Schilder. Kein Licht für das Licht. Keine Dunkelheit für die Dunkelheit. Was zur Hölle? Ist das ein Schalter? Hebel. Und was ist jetzt passiert? Ja. Na, sag es mir nicht, Spiel. Ich möchte jetzt gerne selber rausfinden, was passiert ist. Ja. Das Spiel hat es mir sowieso nicht gesagt, Chicken. Hey, Chicken! Denkst du, das Spiel kann dir antworten, wenn du fragst, was ist passiert ist?